Im Laufe des grünen Donnerstags wird es für einige von euch wieder trüb, grau und auch nass werden. Und davon betroffen sind gerade die Regionen, die am Mittwoch den meisten Sonnenschein hatten, nämlich die westlichen Landesteile. Da zieht nämlich eine Regenfront im Laufe des Tages von Benelux und Frankreich hier auf uns zu. Zuvor haben wir aber erstmal noch einen sehr kalten Donnerstagmorgen. An den Küsten und im Westen und Nordwesten leichte Plusgrade. Sonst sind wir noch mal 1 bis 6 Grad im Minus. Und da können wir in den frühen Morgenstunden auch noch den hellen Ostervollmond bewundern, wie er langsam untergeht. Dieser erste Vollmond im Frühling legt ja dann auch den Ostertermin fest für den kommenden Sonntag. Wir haben den Nachthimmel und den Morgenhimmel oft klar, ein paar dichtere Wolken noch im Nordosten. Und dann ziehen die Wolken der angesprochenen Regenfront von Westen her auf uns zu. So sieht das konkret am Vormittag aus. In vielen Landesteilen schönes Wetter, viel Sonnenschein, wenige Wolken. Dichter sind die Wolken an der Ostsee in Vorpommern, paar Nebelfelder noch in Brandenburg. Das wird sich im Laufe des Tages dann in einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix umwandeln. Und dann kommen allmählich die dichteren Wolken dieser Regenfront auf uns zu. Es sind erstmal Schleierwolken, die den Himmel milchig und diffus machen, aber der Sonnenschein wird dann immer schwächer. Es kann gegen Mittag erste Regentropfen vom Niederrhein bis zur Eifel und zum Saarland geben. Und am Nachmittag kommt dieser Regen dann zögerlich weiter Richtung Osten voran und auch eben die vorlaufenden Schleierwolken. Gegen Spätnachmittag, Abend etwa der Regen im westlichen Niedersachsen, teilweise in Westfalen, in großen Teilen von Rheinland-Pfalz und auch im Saarland. Erste Regentropfen im Rhein-Main-Gebiet, in der Rhein-Neckar-Region und auch im Schwarzwald. Kommt in der Nacht dann nur noch zögerlich weiter nach Osten voran. Und das sind dann die Höchsttemperaturen am Gründonnerstag, etwas höher als in den letzten Tagen. 8 Grad im Vogtland, 13 Grad am Oberrhein, 13 Grad auch nördlich der Mittelgebirge, weil der Wind jetzt auf südliche Richtungen dreht. Und er wird vor allem im Nordwesten etwas böiger sein. Die Nachtfrostgefahr nimmt ab in den nächsten Tagen. Das Wetter bleibt wechselhaft mit ein paar Regentropfen.